Nee, ich wollte gerade, meine Nippel werden hart auf der Bild. Nee, es gibt die meine. Oder? Ist das da mein. Ich weiß es nicht. Hallo, ihr süßen Mäuse. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Silvi und neben mir ist der wunderbare Ayosha. Ihr fragt euch sicherlich, was macht denn dieser Mann hier auf meinem Kanal? Ja, gleich ist recht für alle, ne? Setz dich doch für Gleichberechtigung ein. Und ja, richtig. Und deswegen dachten wir uns, dass wir auf die erste Folge Queer Eye reagieren. Das ist nämlich jetzt nach Deutschland gekommen und Ayosha ist Teil davon. Ey, ja. Ihr solltet auf jeden Fall Silvis Kanal sowohl auf Instagram als auch hier abonnieren. Das lohnt sich total. Heute bin ich mal dabei, nächste Woche bin ich nicht mehr dabei. Ja, dann wird es wieder richtig unterhaltsam. Es wird heute auch super unterhaltsam, ja. Also bleibt auf alle Fälle dran. Und danach könnt ihr gerne auch auf Ayoshas Instagram-Account. Ihr kennt ihn vielleicht sogar auch noch von Veganes Ungesund, aber jetzt gibt's das nicht mehr. Ja. Ja, ich bin super aufgeregt, auch wenn ich gerade nicht so wirke. Ich bin ein bisschen übermüdet, aber es ist wirklich krass. Und Silvi hat mich auch ganze Zeit begleitet. Und ich weiß es schon länger, falls Netflix zuhört, das ist ein Scherz, wusste sie natürlich nicht. Nein. Ja, Queer Eye ist ein US-Format und mega erfolgreich. Und das sind 5 Coaches, die so eine Art Makeover bei einer Person machen, die sich ein bisschen verloren hat und einfach nochmal so einen kleinen Arschtritt verpassen. Und es ist super schön, es ist ein krasses Wohlfühlformat. Und ich bin jetzt einer von den Coaches für Deutschland. Und Deutschland ist vor allem, habt ihr schon gesagt, der erste Ableger weltweit. Ich bin voll aufgeregt. Also ich habe es noch gar nicht gesehen, außer den Trailer. Und ich würde sagen, wir gucken einfach rein. Ich habe es schon gesehen. Ich finde es immer ein bisschen cringe, mich selber anzugucken. Aber da muss ich, glaube ich, durch. Und Silvi hat eben schon eine kurze Szene gesehen und musste direkt lachen, was mir natürlich einen krassen Selbstbewusstseinsboost gegeben hat. Are you ready day? Aber was? Are you? Redayday. Redayday. Oh mein Gott. Das werde ich mir klauen. Ja, mach das. Genauso wie Pussy Baba. Oh ja, stimmt. Sag mal Hallo, Jan. Hallo. Da ist noch jemand. Das ist richtig oldschool YouTube. Wo dann hinten einfach immer jemand sitzt und so sein Leben lebt. Wisst ihr? Ja, wir sind ja auch gar nicht in deiner Wohnung einfach, ne? Nee, das auch nicht. Ja, ich lieb's. So, ich mach jetzt Play und dann ihr kriegt das auch zu sehen. Queer Eye kommt endlich nach Deutschland. Wie geil ist das denn? Ich bin David, Influencer und Herrn Make-up-Artist. David finde ich ja mega cute, auch optisch. Also sie hat, finde ich, den besten Style. Finde ich auch. Finde ich. Ja, und sie ist echt toll. Und ich kann, also Background-Info, sie war, also das, was wir gerade gesehen haben, ist tatsächlich auch Ausschnitte aus dem Casting, bei dem ich dabei war. Das ist also eigentlich schon zu über 2 Jahre alt. Also wir haben uns vor 2 Jahren bei diesem Casting kennengelernt. Und ich war tatsächlich mit Ayan und mit David in einer Gruppe und noch ein paar anderen. Und Leni und Jan-Henrik waren in der Gruppe am nächsten Tag. Und wir wurden ja dann willkürlich zusammengewürfelt, so wie Netflix uns dann am Ende haben wollte. In der Konstellation. Und ich habe David so geliebt vom ersten Moment. Ja. Ja, ihr seid auch, ich hab sie auch beide zusammen erlebt. Ihr seid ein Match. Wir sind ein Match, auf jeden Fall. Sie hat auch schon ein paar Mal die Zunge in den Hals gerammt. Hier bin ich. Ich bin Jan-Henrik und ein bisschen Dandy. Dandy? Was? Ein bisschen Dandy? Dandy, Dandy, Dandy. Was heißt das? Ich glaube, das ist ein Stil. Also ich habe das tatsächlich nie geklärt mit ihm. Ich sehe gerade nur Jan da hinten herlunsen. Weißt ich du, was Dandy ist? Was weißt du, was Dandy ist? Das war mal 19. Jahrhundert. Oh, Geschichte. Oh. Achtung, einmal kurz abschalten, das wird langweilig. Lass ihn reden. Männer in der Oberschicht, die sich halt ein bisschen pompöser anziehen und auf ihr Aussehen so achten und so junggesellenmäßig unterwegs sind. Jan-Henrik, ich glaube, wir müssen noch mal reden. Ich bin Leni und ich habe richtig Bock, Leuten zu helfen, einfach glücklich zu werden. Oh, Leni! Von Leni bin ich großer Fan. Ich weiß nicht, die hat irgendwie eine gute Aura. Ja. Kann ich auch so, also ich meine, wir verstehen uns alle total gut und es ist tatsächlich eine sehr schöne Dynamik und ich bin super happy, wir sind 5 willkürlich zusammengewürfte Menschen, dass wir uns so gut verstehen, ist toll. Ja. Und Leni, ja, ich finde es auch toll, dass wir 2 nicht-binäre Menschen haben in der Gruppe, beziehungsweise in Gender Non-Conforming. Und dass das so ein bisschen Repräsentanz in Deutschland. Voll. Sehr, sehr wichtiges Thema. Komplett. Und Leni ist eine cute Maus. Ist eine sehr cute Maus. Ja. Kommen wir zur noch cuteren Maus. Ich sehe dich schon hier. Ich bin Ayosha. Ich bin Ernährungsberater, Arzt und YouTuber. Es ist halt, das Ding ist, es ist mein Coping-Mechanismus. Das war nämlich auch, glaube ich, das Casting. Bin mir nicht mehr ganz echt? Sicher. Da haben die das auch rausgeschnitten? Oh, schwierig, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass mir das immer so unangenehm war. Am Anfang hatte ich echt noch Hemmungen loszulassen und meine Art, damit umzugehen, ist bescheuerte Fratzen zu machen. Ja, kenne ich. Ich bin auch so komisch. Ja, weil das nimmt dann die Ernsthaftigkeit aus der Situation. Komplett, ja. Und ich glaube, nee, ich wollte gerade, meine Nippel werden hart auf der Bild. Nee, es gibt die mal nicht. Oder? Ist das da mein, ich weiß es nicht. Mein Name ist Ayan, ich bin halt ein Strahlemann und habe eine Agentur für Interior Design.
Das ist mehr als eine Makeover-Show. Wir kommen zu dir nach Hause und helfen dir dabei, dein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Wie ist das abgelaufen, der Dreh, als ihr da so hin und her getanzt habt? Ich muss sagen, lief da Musik? Richtig laut. Ja, was das, für ein Song? Wir haben wirklich rauf und runter alles gehört, worauf wir Bock hatten. Es lief RuPaul, es lief Madonna, es war quasi die queerste Playlist der Welt. Und wir haben uns vorher tatsächlich eine zusammengestellt für solche Events, weil wir genau wussten, das ist ja so eine Hohlkehle, so eine riesen weiße Wand. Und das war der krasseste Tag, weil wir von morgens bis abends nichts anderes gemacht haben als Outfits gewechselt und getanzt. Ohne Ende. Ich habe geschwitzt. Da bin ich da. Also wenn du jetzt denkst, ich bin jetzt würzig, ne? Ich bin so stolz, ein Teil der Fab Five zu sein. Wer hat das gemalt? Das ist ein kleines Mint-Tattoo gewesen. Oh. Da haben wir auch ein bisschen länger gebraucht, um zu checken, wie rum wir das tätowieren. Das ist nicht irgendwie... Ah, okay. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Bei Queer Germany kann ich das Vorbild sein, was ich selbst als schwule Türke nie hatte. Ich bin non-binary und es ist an der Zeit, dass Deutschland das versteht. Wir wollen ja Diversität, oder? Süß seid ihr. Ich musste noch einen Hairflip. Ich habe noch keinen einzigen Hairflip gebracht in dem ganzen Ding. Das ist halt einfach, das ist das Casting-Video. Sieht man ja auch noch orangen Haare, Bart. Boah, aber wie gut sie aussehen. Ja. War das? Das ist in Köln tatsächlich. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob du das Gebäude vielleicht sogar erkennst. Aber das ist nachbearbeitet, ja. Ja. Nee, das Logo ist da tatsächlich. Bei uns gehört jetzt das Riesengebäude. Das ist unseres jetzt. auch noch ein Funfact: Wir haben tatsächlich zwei Intros gedreht. Also ja. die Alternative davon, die habe ich tatsächlich sehr gefeiert. Da haben wir so eine Art Verarschung davon gemacht. Also jeder hat in seiner quasi Kategorie irgendwie was gemacht und ist dann ausgerutscht oder gestolpert oder David hat sich das Make-up ins Gesicht gemalt. Ich habe den Apfel nach oben geschmissen und der ist irgendwie weggeflogen. Ayan hat die ganzen Sachen, weißt du? Ich fand das war sehr cool. Leni ist gestolpert. Das hat so irgendwie so ein bisschen so ein... So was Humoristisches gab. Ja, aber ich glaube, wir sollen halt seriös wirken. Ja. Wenn ich mir das hier so genau angucke, dann kommen wir jetzt hier so in meine Heimat. Würde ich sagen, moin moin, ne? Moin. Okay. Also ich bin ja nicht direkt aus Oldenburg, ich bin ja aus Lohne bei Oldenburg und ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Hast du eine Idee, wo das ist? Moin moin, das ist im Norden. Ja, schon mal gut. Was sagst du? Da muss ich auch mal schauen. Ja, das ist Niedersachsen. Ja, cool. Ja. Ich bin ein schlechter Erdkunde. Danke. Da joggt jemand. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Leute, wollt ihr wissen, wo es hingeht? Ja! Ihr seid auf dem Weg zu Björn. Okay. Ja. Hi, Björn. Hi, Björn. Hallo, Björn. Okay, das ist Björn und den... Quasi, bei dem macht ihr jetzt das Makeover in der ersten Folge. Genau, wir lernen ihn jetzt quasi kennen, ne? Und ich kann euch zum Beispiel sagen, dass das eigentlich die, also ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich sag's jetzt einfach, das ist eigentlich die letzte Folge, die wir gedreht haben. Von der Reihenfolge, aber das Netflix hat das. Weil sie so stark war wahrscheinlich, ist jetzt die erste. Ich finde, die ist total toll geworden, tatsächlich, ja. Und ist oft so, dass die Stärkste dann zuerst kommt, dass die Leute Bock haben. Aber ist, also ich weiß nicht, dass alle ihre Folgen haben echt Stärken und ich finde, die sind halt einmal andere Schwerpunkte, aber als wir, du wirst es gleich sehen, aber als wir angefangen haben, bei Björn zu drehen, habe ich gedacht, oh Gott, ob das was wird, ne? Ob das, also am Ende muss man sich auch überlegen, ist das kameratauglich, weil das ist ja nicht inszeniert alles, ne? Ja. Und wenn das am Ende irgendwie nicht funktioniert und man nichts von da benutzen kann, dann denkt man sich auch so, ja gut, dann war's das halt. Weil er hat am Anfang sich echt, will nicht so viel vorwegnehmen. Ja. Ich bin Björn, 32 Jahre. Mich zeichnet aus, dass ich ein bisschen Fußball und Handball verrückt bin. Oh. Dass ich ein zuverlässiger Typ bin. Oh. Und, ja. Bisschen sensibel. Also Björn ist ein bisschen sensibel. Björn ist sehr sensibel. Björn ist eine süße Maus. Ja. Guck ihn dir an. Ich weiß. Ein bisschen zu viel Produkt in den Haaren. Aber er ist eine richtig süße Maus. Ja, ist eine süße Maus. Noch. Du darfst so viel Produkt in den Haaren haben, wie er will. Ja, das stimmt. Hast du recht. Süß. Guck mal, wie er guckt. Ich weiß. Aber guck mal, du siehst ja auch schon, ich finde auch schon, man sieht sofort, und das war auch das, als wir ihn gesehen haben, die Körpersprache, der ist total in sich gefallen und ganz schüchtern. Und ja. Ja. Aber es ist eine ganz, ganz süße, liebe Maus. Richtig süß. Trotz meines Berufes. Björn verdient sein Geld als Friedhofsmitarbeiter.
Das ist aber ein interessanter Job. Ja, voll. Dort machen wir teilweise gärtnerische Tätigkeiten, Trauerfeiern vorbereiten, Glocken läuten, Gräber verkaufen. Aber halt auch dieses für Menschen da sein. Mein Sohn heißt Finn Roman, der ist aktuell 11 Jahre. Mein Papa ist der tollste Mensch der Welt. Oh, mein Herz! Das sagen zwar viele, aber bei mir ist es wirklich so, weil er macht so viel mit mir. Überleg mal, wenn dein Sohn sagt mit 11 Jahren, mein Papa ist der tollste Mensch der Welt, das sagen zwar viele, aber bei mir ist es wirklich. Oh Gott, das ist süß. Vater bin ich geworden mit 21. Ja, war sehr jung und ich bin daran gewachsen, meiner Meinung nach. Hat meiner Persönlichkeitsentwicklung ganz gut getan und bin ich sehr stolz drauf, dass das alles so gekommen ist. Krass, wie anders er da noch aussah, ne? Ja. Komplett anders. Ah gut, man ist halt auch echt ein schwieriger Winkel. Ich finde, man sieht da ja nicht so krass viel, doch, oder? Man sieht schon im Gesicht, das ist schon ein bisschen anders. Ja. Ja. Aber er hat ein BVB-Ding an und ich kann dir sagen, wenn man im Norden sich, wohnt, ja, das ist schwierig, oder? Mir ist das egal. Also mir auch, aber ich dachte nur so. Aber ich sag mal so, da zieht sich noch ein bisschen durch sein Leben, die BVB. Da kann ich jetzt schon mal sagen, spoilern. Ganz früh habe ich Finn Roman zweimal kennengelernt. Das war allerdings so eine unstabile Beziehung. Das war so ein On-und-Off-Ding. Dann waren wir knapp ein Jahr danach auch schon wieder geschieden. Ich habe jetzt schon Respekt davor, wirklich. Und überleg mal, 9 Jahre, ne? Das ist die komplette Kindheit. Ja, weil er mich halt einfach stolz macht. Dann spiegeln mich halt wieder und... Ach, guck mal, ich finde das richtig toll, dass da ein Mann präsentiert wird, der über seine Gefühle spricht. Ich weiß. Ja. Und der ist ja auch scheinbar heterosexuell. Ja, ist er. Und das ist, finde ich, cool. Und der für mich, hat jedes Mal, wenn man über seinen Sohn anfängt zu sprechen, hat er fast jedes Mal angefangen zu heulen, ne? Der ist so krass, also... Björn ist Single. Wer ist noch alles Single? Ja, aber ich... glückliche Single. Ich bin seit knapp 4 Jahren Single. Kurze Frage, hättet ihr was mit Kandidaten anfangen können? Wäre das erlaubt gewesen? Boah, die Frage ist, erlaubt gewesen ist so eine Sache. Also ich glaube nicht, dass man das verbieten kann. Die Frage ist, ob das, also ich glaube nicht, dass das irgendwie im Vertrag drin steht. Ah, Jan hat gerade so gewirkt, als wäre das eine Possibility für ihn. Okay, wir machen weiter. Das ist auch der Grund, wieso Björn von seiner Freundin Melanie nominiert wird. Yeah. Thank you, Mel! Was mir sehr stark aufgefallen ist bei Björn immer, dass er im Grunde genommen ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat. Und das strahlt er halt auch extrem aus. Er hat halt sehr viele Fanartikel. Ich glaube, das kommt bei den Frauen teilweise bestimmt auch nicht so gut an. Ja, ich find's auch... Also, es ist ja auch immer so eine Gusto-Frage, wenn ich jetzt BVB-Fan wäre. Aber selbst wenn ich in eine Wohnung käme und ich bin Taylor Swift-Fan zum Beispiel, wenn dann irgendwie die Person alles mit Taylor Swift zugetackert hätte und eine Bettwäsche mit Taylor Swift und T-Shirts nur mit Taylor... Also, wenn alles so... Obsession-mäßig wäre, fände ich das auch ein bisschen. Guck mal, den Hintergrund, siehst du das? Das sieht man aber ja. Vielleicht gibt es ja eine Person, die das macht. Naja, ich glaube, das Problem ist einfach, also das ist ja, ne, wenn du total unsicher bist, dann glaube ich, suchst du so ein bisschen vielleicht nach Identität, nach irgendwas, was dich ausmacht. Ja, voll. Weißt du? Und er, glaube ich, hat noch so ein bisschen dieses, also er glaubt halt einfach überhaupt nicht an sich. Und ich glaube, er braucht diesen Anker oder irgendwas, was ihn ausmacht. Also er denkt, dass er das braucht, was halt nicht stimmt. Ja. Ja, und er hat halt auch eine sehr auffällige Haltung. So als würde er sich im Grunde genommen verstecken wollen, so hat man das Gefühl. Das kann ich auch bestätigen, auf jeden Fall. Ich habe ihn auch, ich werde es nicht zurückbringen. Er steht da so ein bisschen gebückt da, ne? Ja, total eingefallen und ich habe ihn auch, während ich mit ihm geredet habe, mehrfach geschüttelt. Das haben sie aber rausgeschnitten. Weiß ich nicht warum. Geschüttelt? Ja, so. Ich habe gesagt, Björn, was ist los? Loggemann. Kam gut an. Also ich persönlich finde, dass Björn wirklich ein toller Typ ist und ich würde mir sehr von Herzen wirklich wünschen, dass er es erstmal selber erkennt. Und ich glaube, wenn er das selber geschafft hat, dann kommen die Frauen von ganz alleine. Am Ende der Woche hat Björn auch ein Date. Das Date ist mit Katharina und die beiden haben sich schon einmal getroffen. Damals ist halt leider nicht mehr draus geworden und jetzt wollen wir uns nochmal treffen und gucken. Ja, ob vielleicht jetzt mehr raus wird. Wer ist Katharina? Hast du jetzt nicht aufgepasst? Sein Date. Ja, aber wer ist sie? Kommt die noch? Ja, die kommt später noch. Okay. Also das ist quasi, die haben am Ende der Woche ein Date und die hatten schon mal was, hat er gerade gesagt. Ja, hatten, ey, weißt du, woran? Sorry. Ja, weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du noch von MTV I Wanna Be Made?
Da gab es aber immer nur einen Couch. Du hast auch mal so ein Ziel gehabt. Ja. So? Ich glaube schon. Ach ja, 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 genau. Ja, dann könnte man sagen, ich möchte irgendwie unbedingt Rollschuh fahren. Ja, oder, genau. Ja. Oder aber auch, ich möchte Prom Queen werden. Ich will Basketballprofi werden oder ich will bei, keine Ahnung, will meinen Schwarm bekommen, keine Ahnung. Ja, genau. Eigentlich ist das ganze Format geklaut von Made. Nein, das gibt ja unterschiedliche die so ähnlich sind. Ich weiß, ich weiß. Just kidding, just kidding. Ja. Vor allem muss ich sagen, das ist eigentlich besser gemacht am Ende des Tages, weil du ja die einzelnen Bereiche angehst und nicht nur ein Coach dich da einfach durchprügelt. Und wir haben echt, also man verbringt viel Zeit, ne? Die Folge ist 50 Minuten lang, wir haben also nur eine Woche, das stimmt schon. Aber das ist schon viel. Es ist viel und man verbringt ja auch ganz, ganz viel Zeit, teilweise also wirklich sehr lange Zeit am Set auch und ganz viel Zeit mit denen am Mittagessen und auch ganz viel mit Finn Roman gequatscht und das kommt ja auch alles nicht in die Sendung. Eigentlich eine Woche Coaching für ihn, ne? Und, voll. Und unterschiedliche Themenbereiche. Ich glaube, das ist auch echt intensiv. Also ich glaube echt. Für ihn dann auch. Vor allem ist es ja für ihn auch so krass, das ist glaube ich das, was bei den meisten Menschen irgendwie was bewirkt, ist, wenn auf einmal 5 Menschen kommen. Es ist am Anfang so ein bisschen overwhelming und irgendwann merkst du, was es echt so ein safer Space für dich ist, dass es einfach egal ist, was du machst und wer du bist und dieses Gefühl zu geben den Leuten und das ist ja völlig egal, ob du jetzt queer bist oder nicht, gibt, glaube ich, allein schon Kraft. Ja, und ich finde auch, dass er total respektvoll bisher auch einfach dargestellt ist. Voll. Ja. Wir haben auch echt immer sehr darauf geachtet. Das Problem war das Auftreten, dass das halt nicht so selbstbewusst war von mir. Vielleicht auch so vom Typ her, wie ich mich kleide oder wie ich mich style oder weiß ich nicht genau. Und jetzt gut zu hören, ihr 5. Eure Mission, lasst die Selbstsicherheit des Friedhofmitarbeiters aufblühen. Ja. Ich dachte, es war eine Stimmung in dem Auto immer. Ich geb mal Vollgas jetzt hier. Hast du Bock? Ja. Sehr schön, dann let's do it. Ich habe uns eine richtig schöne Location ausgesucht. Ich bin sehr gespannt, wie du es findest. Wir sind hier in einer wunderschönen Kochschule, weil ich Björn zeigen möchte, wie es ist, in einer gemütlichen, aufgeräumten, schönen Küche zu kochen und vor allem, wie einfach es sein kann. Hast du immer vegane Sachen gekocht dann auch? Nur, ja klar. Ja. Die Szene, die wir natürlich jetzt nicht gesehen haben, die ich jetzt ein bisschen erklären muss, ist, wir stürmen, also das nennt sich ja Hausstürmung. Das ist, wenn wir ihn kennenlernen und nach dem Auto, nach der Autoszene gehen wir quasi bei den Heroes, bei den AlltagsheldInnen, so nennen wir sie, ins Haus und gucken uns das an, gucken uns in jedem Bereich quasi das an, was wo Schwerpunkte oder quasi wo was fehlt oder wo er das Gefühl hat, er braucht Hilfe. Und die Küche sah sehr krass aus. Also es war wirklich so, du hattest kaum Platz. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es war wirklich gestapelt, ungefähr Boden, also bestimmt hüfthoch, Energy Drinks und Säfte. Die standen aber zur Hälfte, haben die komplette Hälfte der Küche bedeckt. Also waren bestimmt, keine Ahnung, 200 Flaschen, die da standen. Mhm. Und er sagt halt, der hat die immer irgendwie günstiger bekommen und hat dann einfach riesen Vorräte gekauft. Okay. Und die Küche war also quasi so ungemütlich und voll und dann stand halt so ein Thermomix, dass der halt gar keine Kapazität hat. Und er sagt in dem Gespräch mit mir auch irgendwie, ja, er hat halt keine Ahnung vom Kochen, er hat aber auch wenig Zeit und er kocht dann manchmal einfach mit dem Thermomix und macht dann zum Beispiel einfach Kartoffelpüree als Hauptspeise. Einfach nur das und sonst nichts. Ja. Das ist ja eine Beilage eigentlich. Ja. Ne? Also musste ich mir jetzt ein bisschen überlegen, wie, was vielleicht irgendwie jemand, der wenig Zeit und wenig Ahnung davon hat. Er hatte mal gesundheitliche Probleme in der Vergangenheit und da habe ich ihm auch nochmal ans Herz gelegt, dass es wirklich auch für ihn wichtig ist, in seinem jungen Alter auch noch ein bisschen auf seine Ernährung zu achten, weil der Kühlschrank war halt wirklich nur voll von hochverarbeiteten Produkten. Es ist aber immer schwierig, ne? Also gar zu viel Veränderung kann man ja auch nicht mal verlangen, aber. Du hast mir erzählt, dass du keine Lust hast, keine Zeit hast und auch nicht so richtig weißt, was du machen sollst in der Küche. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir etwas, was das alles so ein bisschen vereinfacht, und zwar ein One-Pot-Gericht. Schon mal gehört? Nee, aber so ein bisschen was daraus ableiten kann man ja. Habt ihr da euch da zum ersten Mal gesehen dann in dieser Szene? Oder habt ihr vorher? Nee. Also wir haben ja die Hausstürmung vorher. Das Hausstürmung? Ist so, ah ja, genau. Ja, das ist gut aufgepasst. die Hausstürmung ist quasi am ersten Tag. Da hinten wie so ein French Girl. Ich wahrscheinlich Jan hat es sogar besser mitbekommen. Als ich glaube, Jan wird zu dir hinsetzen. Sorry, Leute. Okay, tschüss. So, er hat ganz, 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 ganz viel BVB-Bettwäsche und BVB an der Wand und ganz viele Sachen sogar. Das haben wir jetzt ja gar nicht gesehen. Hier sehen wir alles. Noch nicht, leider. Und müsst dann, ihr Netflix einschalten. Ihr müsst leider die ganze Folge gucken, aber wir dürfen jetzt noch ein bisschen was sehen.
Und das ist war eigentlich jetzt auch alles, was ich sagen wollte. Okay. Achso, ja, und dann hat jeder quasi, wir haben immer einen Field Trip, nennt sich das. Also wir haben einen Ausflug mit den AlltagsheldInnen und gehen dann mit denen jeweils in der Kategorie irgendwo hin und überlegen uns was wir mit denen machen könnten, um in dem Bereich so ein bisschen zu helfen. Gekichert und dem war das super unangenehm am Anfang. Aber es ist auch verständlich, ne? Schau, voll, und dann auch so Kameras überall. Und so Menschen, die dir sagen wollen, wie dein Leben besser machen soll. Ja, also ich meine, er hat sich auch mega gefreut. Ja, klar, aber sonst hätte er sich ja auch nicht da angemeldet. Ja, man meldet sich übrigens auch nicht selber an, sondern man wird beworben. Also das ist quasi, also ich würde zum Beispiel sagen, ich möchte gerne meine Freundin Silvi bewerben, weil Silvi ein toller Mensch ist, die sich für super viele Sachen einsetzt und sich manchmal selber so ein bisschen vergisst. Und deswegen würde ich gerne sie für, weißt du, so funktioniert das. Meldest du mich dann an? Okay, wow, Jan lacht direkt. Ja. Ich wurde für Silvi. Bei toll und hilfsbereit hat er angefangen zu lachen. Jan hätte mich gerne angemeldet, glaube ich. Ich melde dich an. Nächste Staffel bist du dabei. Ja, toi, toi, toi. Beschäftigt dich das Thema Ernährung denn sonst noch? Also ich weiß halt, dass ich einiges verkehrt mache, indem ich halt viel so Fertiggerichte nutze. Ja, der Wille, dass da sich was ändert, ist auf jeden Fall da. Und vielleicht kann ich da für den Roman halt künftig auch ein bisschen mehr mit einbinden. War schön. Ich finde es richtig schön, dass ihr so ein schönes Verhältnis auch zueinander habt. Gewürztechnisch, benutzt du Gewürze? Eher seltener. Also. Gar keine Gewürze? Seltener. Aber er hat jetzt ein Beispiel gebracht, was mich wirklich, hat mich überrascht. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schnitzel mache, dann so einen Tiefkühlschnitzel, dann mache ich da nochmal so ein bisschen Hähnchengewürz oder sowas drauf. Okay. Interpretiert meinen Blick. Tiefkühlschnitzel mit Hähnchengewürz? Ja, Hähnchengewürz kannst du überall drauf packen. Also würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber... Okay, die Bewerbung für die zweite Staffel für Silvi ist tatsächlich jetzt offiziell raus. Ich mache nirgends so Hähnchengewürz drauf, aber es gibt doch auch so Leute, die überall Maggi drauf machen. Das sehe ich auch so in der gleichen Kategorie. Entschuldigung, ich versuche nur Verständnis zu entwickeln für andere Menschen. Okay, mach weiter. Nein, also das ist ja nicht so, dass ich... Guck mal, ich war genauso. Ich habe Maggi auf Pizza gemacht, ich habe... nur Fertigfraß gegessen. Ja, ich weiß. Trotzdem ist man natürlich in dem Moment so... Oh, weißt du, was ich immer überall drauf mache? Ich habe auch so ein Ding, was ich überall drauf mache gerne. Balsamico-Dressing. Oh, mag so ich diese auch sehr Creme, gerne. Ja. Die haue ich auch überall drauf. Aber das ist was anderes, finde ich, oder? Weiß ich nicht. Also Björn hat ja selber darüber gelacht. Das Hipster-Maggi ist es. War ja selber so, ich mache halt einfach Hähnchengewürz auf die Sachen. Ja, aber Balsamico-Creme ist quasi das Hipster-Maggi. Ist es so? Nein, weiß ich nicht. Okay. Im Zweifel, wenn du am Anfang dich überfordert fühlst und zum Beispiel jetzt auch bei einem One-Pot-Gericht und du denkst, boah, ich weiß jetzt nicht, welche Gewürze ich nehmen soll, dann nimmst du Gemüsebrühe. Also das ist ja, das Ding ist, man muss, glaube ich, auch immer überlegen, dadurch, dass man nur eine Woche da ist, muss man schon auch ein bisschen Pragmatismus mit da reinbringen, ne? Du kannst halt, also ich glaube, es ist überfordert, wenn ich ihm jetzt auch noch Gewürzlehre gemacht hätte und gesagt hätte, pass mal auf, Björn. Einfach überall Knoblauch rein. Ja, auch geil. Bestes. Aber gut, dann hat er vielleicht wieder dann diese Date-Problematik, aber ist mir war es egal. Ja, ich möchte überall Knoblauch drin haben. Noch. Noch? Single. Hä? Ich? Ob ich Single bin? Ich glaube, das wirst du erst sehen, wenn mein Beziehungsstatus möchte ich hier nicht veröffentlichen. Ich habe gerade, als du es gesagt hast, gesagt, ja, und deswegen bist du Single, aber das hast du gar nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, noch. Entschuldige bitte. Also mein Knoblauch... Wir sind gerade... Heute Abend gibt es nämlich ein Date. Mein Knoblauchkonsum ist überhaupt nicht ausschlaggebend für mein Date. Für meine Persönlichkeit. Richtig. Das ist einfach meine Persönlichkeit, Leute. Das ist jetzt unsere wunderschöne Version. Schön aus. Vollkornnudeln, bisschen Knoblauch. Cherrytomaten, Zwiebeln, Paprika, Basilikum und frischem Spinat. Ich mache das auch total oft. One-Pot-Pasta, aber mit Vollkornnudeln mache ich das. Das waren Vollkornnudeln? Ja, ach so. Das waren Vollkornnudeln. Guck mal, genau das mache ich auch immer. Ja, das ist wirklich geil. Weil ich finde auch, wenn Gäste kommen, kann man das voll gut machen. Mhm, voll. Weil du halt nichts machen musst, sondern du schmeißt ja einfach alles nur zusammen, rein. Und dann gibst du es in den Backofen oder hier wahrscheinlich dann. Köcheln das, ja. Und es ist wirklich auch lecker geworden, würde ich sagen. Wenn ein Date zu dir nach Hause kommt und du das da liegen hast, was würde die sagen? Ja, die würde nicht lachen. Und es sieht auch richtig gut aus. Wie lange muss das denn jetzt köcheln? Ungefähr. Vielleicht so 8 bis 10 Minuten. Und wir werden das Ganze jetzt auch nicht alleine probieren, sondern dein Sohnemann kommt gleich vorbei. Ja, für den Roman ist ganz strenger Richter. Also. No pressure. Ja, moin. Was habt ihr Schönes gemacht? Salat.
Lecker. Mit Spinat. Den Spinat jetzt versteht man gar nicht, weil ich Björn hat mir vorher in dem Gespräch erzählt, dass er Spinat hasst. Oh, wirklich? Ja, und deswegen habe ich gedacht, dann hast du Spinat mitgebracht. Ja, also er meinte, er mag nicht so gerne Spinat. Und dann habe ich halt gedacht, gut, wir lassen das jetzt trotzdem mal rein, weil wahrscheinlich merkt er das gar nicht. Stimmt auch, hat es auch nicht gemerkt. Aber ah, hast du ihm vorher gesagt, dass es Spinat ja. ist? Ah. Ja. Ja. Habt ihr Lust? Dann lass es mal probieren. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr... Ich finde, das sieht aus, als ob es dir schmeckt. Ja, gut. Dafür, dass das jetzt halt nicht so viel Mühe gemacht hat, also es war jetzt ja keine große Kunst, finde ich, schmeckt das eigentlich sehr, sehr gut. Und ist auch noch gesund nebenbei. Genau. Ich hätte mir etwas mehr Emotionen gewünscht. Ja, Mann, das dachte ich gerade auch. Genau das dachte ich gerade auch. Ja, also es war auch so. Also, aber das Problem ist, dass beide, also Finn Roman und Björn, sind sehr, also vor allem am Anfang der... Verhalten. So ein sehr verhalten, ja. Sehr zurückhaltend, sehr schüchtern und sehr unsicher. Weil sie dich noch nicht kannten wahrscheinlich. Uns alle, ja. Ja, ja. Und aber man muss ja auch sagen, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Es kommen 5 fremde Menschen mit Kameras und so rein. Und es ist ja schon so, dass wir die Kamera oder die Lupe auf die, ich sag mal, die Schwachstellen, die vermeintlichen Schwachstellen halten oder auf die Wunde drücken, weil wir auch irgendwie wissen wollen, was fehlt dir, wie geht's dir, Die wissen, das sehen so voll viele Leute. Genau. Ja, und ich glaube, am Anfang ist man schon auch verunsichert, ist das irgendwie, wie wird das dargestellt, werde ich irgendwie verarscht? Und dass es halt einfach gar nicht darum geht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass voll viele, also nicht nur jetzt für queere Menschen, sondern auch Menschen, die vielleicht alleinerziehend sind, sich da gesehen fühlen und das verstehen, dass es halt einfach auch voll der krasse Struggle ist. Ja, komplett. 9 Jahre lang alleinerziehend ist schon krass. Richtig hart. Wir haben das sehr toll gemacht und er wird sich jetzt in der Küche einfach mal ausprobieren und einfach mal Dinge trauen und sehen, dass es gar nicht so schwer ist, wie er sich das immer ausgemalt hat. Können wir bitte mal festhalten, dass du da sehr schön geschminkt bist? Finde ich auch. Ja. Habe ich aber nicht selber gemacht. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Ist aber okay, ich kann das nicht. Wer hat's gemacht, David? David? Ahmed. Nee, David hat sie wäre durchgedreht, wenn sie auch neben den Dreharbeiten hätte mich schminken müssen jedes Mal. Nee, wir hatten ja Make-up-Artist da. Ja, natürlich. Ahmed hat das gemacht. Shoutout to Ahmed, bester Mann. So wartet man halt auf jemanden, ja? Wie macht ihr das denn? Hey. Na, wie geht's dir? Gut, und ihr? Heute sind wir ausnahmsweise nicht zum Shoppen im Möbelhaus, sondern ich habe eine kleine Challenge für Björn vorbereitet. Ah, okay, er macht jetzt das Interior. Genau, Ayan ist Interior. Okay. Aber ich glaube, also es geht ja nicht nur darum, dem zu sagen, also einmal, es geht ein bisschen darum, glaube ich, sich so anzutasten, was magst du, aber auch zu gucken, wo stehst du überhaupt. Und Ayan hat sich halt irgendwie eine Challenge für ihn nochmal überlegt. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich früher mal Dekorateur war. Nee, das hast du nicht erzählt. Und ich habe Einkaufshäuser dekoriert. Ja, also Sachen zusammen kombiniert. Und wir laufen hier auch schon in die Welt, die dich jetzt ein bisschen beschäftigen wird. Oh, ha. Ja, schau mal hinter dich. Ich habe dir eine Koje vorbereitet, die du jetzt mit dem Fundus dekorieren und schön inszenieren darfst. Oh Gott. Warum machen wir das Ganze? Wir hatten hier zu Hause schon das Thema, es ist sehr viel Borussia Dortmund und zwar überall in der Wohnung. Jede Wand ist irgendwo beklebt und bestückt damit. Ich möchte einfach, dass du ein Highlight setzt und auch die Regeln der Grundausstattung und der Dekoration lernst. Ja? Hast du Lust drauf? Ja. Kriegen wir hin, oder? Ready? Ja. Ich finde, du machst das schon ziemlich gut. Ja, genau, Signalfarben. Interesting choice. So, fertig, weniger ist mehr. Weniger ist mehr, hast du das gerade gesagt? Dass ich das von dir höre, hätte ich nicht gedacht, ja. Aber bravo. Du hast schon mal die Nummer-1-Regel der Dekoration gelernt, weil man mit weniger Sachen die wichtigeren wirklich besser highlighten kann. Was sagst du? Ist jetzt nicht komm, ist nicht schlecht, oder? Besser also, guck als mal. BVB. Ja, aber guck mal, er hat zum Beispiel die Metallrahmen matchen. Stimmt, ja, das matcht. Genau, schon, und also farblich geht's auch, ja, finde ich. Ist okay. Also auch mit dem Holz, mit der Holzlampe und den. Ja, also, stimmt. Er hat sich schon Gedanken gemacht. Ist okay. Also natürlich. Den Teppich würde ich mir jetzt nicht reinlegen. Ja, ich natürlich auch nicht. Erklär's mir, was hast du gemacht?
habe versucht, dass das so ein bisschen farblich zueinander passt. Also so die Lampe fand ich jetzt zum Beispiel passt vom Ton her so ein bisschen dazu. Mhm. Dachte ich nochmal, rot, dieser Fotoapparat ist jetzt nochmal so ein Akzent zu dem Grünton von den Kerzen. Ich würde kaum was verändern. Ich bin echt beeindruckt. Die Sachen, die du so ausgesucht hast, ich meine, wenn man sich einfach mal jetzt wieder an die Regeln begibt, die Metalle sind alle in dem gleichen Ton, du bist mit Holztönen rangegangen und du sagtest, weniger ist mehr. Wenn du das so weißt, wieso sieht es bei dir nicht so aus? Weiß ich nicht, ist so ein bisschen wie so ein Altarfass gewesen, die beiden Wände so für mich. Ich glaube nämlich, dass wenn wir bei dir in der Wohnung ein bisschen den Fanartikeln Luft zum Atmen geben und sie fokussiert einsetzen, dass sie viel besser in Geltung gebracht werden können. Da hat er voll recht. Ja. Wenn du so eine Sache hast und da ist nicht so viel Klimbim drumherum, kommt es viel mehr zur Geltung. Es ist halt erschlagend, ne? Du hast dann das Gefühl, bist du BVB? Also ist das quasi deine Persönlichkeit, dass du BVB bist? Aber das ist, was ich meinte. Ich glaube halt, wenn man so ein bisschen versucht, irgendwie was zu finden, was einen ausmacht. Womit du dich so identifizierst, ne? Weil er einfach noch viel zu wenig an sich glaubt. Ja. Da sieht man ja auch, finde ich, einfach ganz krass noch bei ihm. Nö. Weiß ich nicht. Hast du Angst davor oder warum weißt du das nicht? Hier ist der Beweis, du hast es selber dekoriert. Ich bin ganz ehrlich, ich kann Björn nicht einschätzen. Irgendwie glaubt er mir nicht oder nimmt das nicht an, was ich ihm sage. Aber Björn hat Geschmack und ist kreativ. Aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, damit er es zu Hause auch umsetzt. Und das Krasse ist ja jetzt auch hier wieder, guck mal, wenn so ein Mann, der so irgendwie so ein gutes Herz hat und auch so Kontakt zu seinen Gefühlen, wenn der selbstbewusst wäre, ja, holla die Waldfee. Dann wird rasiert. Ja, dann wird also nicht der Bart. Also nur noch rasiert, Mann. Ja, ich glaube, das weiß der gar nicht. Nee, aber ich glaube, es ist schon besser. Also wir hatten tatsächlich gestern das Screening der ersten Folge bei so einem Event. Und die Leute waren so gerührt und haben alle geheult am Ende. Leider können wir die Szene nicht sehen, weil es am Ende wirklich richtig rührend und schön wird. Und dann habe ich ein Video für Björn gemacht. Ich habe es aufgenommen und habe es Björn geschickt. Ja. Die Leute so, hey, sag mal Björn, hallo. Und alle waren so, Björn, haben alle für ihn applaudiert. Und dann hat er mir geschrieben, dass er geweint hat zu Hause. Er hat sich so gefreut. Ja, ich finde es richtig, richtig süß. Ich glaube, das hat ihn echt krass verändert. Also Björn ist auch die Person, glaube ich, von allen Heroes, die uns am meisten immer noch schreibt und in Kontakt mit uns ist und irgendwie so dankbar für diese Zeit war oder ist. Ja. Björn und ich gehen zum Barbershop, denn er kriegt einen neuen Haarschnitt. Ich werde mich um den Bart kümmern. Außerdem will ich ganz viel Sicherheit und Selbstbewusstsein in ihn reinpumpen, durch die Haarwurzeln. Und jetzt gerade ist der Look so, ja, ich mache was, aber ich weiß nicht so richtig was. Und ich möchte, dass dein Look sagt, ich weiß, was ich tue. Und allein das gibt dir ja dann auch schon so ein bisschen Impf, hoffe ich. Bestimmt. Glaubst du an mich? Klar. Bist du bereit für deinen neuen Look? Bist du bereit, so ein bisschen was von den alten Gewohnheiten abzulegen? Bist du bereit, selbstbewusst zu werden? Auf jeden Fall. Krass, wie sie einfach für dieses für Kamera gemacht ist. Ich liebe ihre Energy einfach. Ja, so komplett. Crazy. Ja. Ist richtig krass. Und die ist halt dann echt einfach mindestens genauso. Noch mehr Energy. Tendenziell noch mehr Energy. Bist du bereit für deinen neuen Look? Bist du bereit, so ein bisschen was von den alten Gewohnheiten abzulegen? Bist du bereit, selbstbewusst zu werden? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt ja auch erstmal so ein bisschen am Gucken. Ich kenne ja dein Haar auch noch nicht. Ich möchte eigentlich, im Gegensatz zu dir, wo du dein Haar irgendwie in eine Richtung presst, möchte ich eigentlich, dass dein Haar mir sagt, wo es hin will. Mhm. Und dann unterstützt mir das nachher dabei. Und gerade beim Schnitt, der muss eckig sein. Der bringt uns dann quasi die Gesichtsform einfach noch so ein bisschen markanter, so ein bisschen kastiger. Ich liebe das ja auch, wenn man Sachen erklärt, ne? Also wenn man sagt, so, warum etwas gut ist und wofür wir das machen und wie wir das machen. Ich finde, es gibt uns als zuschauende Person auch immer so ein bisschen dieses, ah, okay, die Person weiß gerade, was sie macht und es macht voll Sinn. Das nächste Mal, wenn ich zum Friseur gehe oder zur Friseurin, sage ich, ich möchte gerne einmal eckig, weil David hat das gesagt. Und bitte, eckig einmal. Danke. Action. Ganz auf den Bart verzichten wollen wir nicht. Wir wollen es ein bisschen rougher haben. Aber dadurch, dass der obere Teil hier so zart ist und ein bisschen lichter ist, dachte ich, na, machen wir das lieber kürzer und lassen den Teil hier stehen, da wo er auch die schöne Fülle hat. Und ich habe jetzt ein Produkt genommen, das dir richtig viel Halt gibt. Nicht ganz so viel wie deins, das war ja auch sehr knusprig. Knusprig wollen wir auch nicht. Aber es ist matter. Das heißt, es klaut dir keine Fülle. Das ist eher so ein Haarwachs? Mhm. Okay. Björn. Das sieht freundlich aus. Sieht gepflegt aus und halt wirklich nach Plan. Ja, macht einen ganz anderen Eindruck.
Das Ding ist, ich sehe von mir so einen sympathischen, einen netten Menschen mit wundervollen Augen. Ich finde krass, er sieht richtig fresh aus jetzt. Ja, finde ich auch. Und ich habe ja schon auch, also ist bei mir genauso, wenn ich zu meiner Friseurin gehe, heißt die, ne, dann habe ich immer das Gefühl, es ist wie so ein Mini-Wellness-Treatment, weil man fühlt sich danach einfach irgendwie frisch. Voll. Und das macht schon was mit einem, oder? Man fühlt sich anders. Intimfrisur auf. Wie ist denn das für dich, wenn ich dir so Komplimente mache? Wie fühlt sich das denn an? Ist manchmal schwierig für mich. Also irgendwie so, man kriegt halt nicht viel Komplimente. Dann ist das halt schwierig, so ein bisschen damit umzugehen. Ja. Oh, Baby! Ich glaube, also das ist halt echt so, er glaubt das nicht, ne? Das hat auch Ayan erzählt nach dem Fieldtrip. Ayan hat ihm gesagt, du hast das echt gut gemacht. Und er glaubt das nicht. Also er denkt halt immer, man will ihn veräppeln oder wir machen das nur, weil jetzt irgendwie die Kameras da sind oder so. Und ich habe ihm halt so oft, das unterschätzt man ja auch off-camera, so viel geredet und gesagt, Björn, wir meinen das ernst, wir wollen dir nichts. Und es ist wirklich, also, das ist auch, glaube ich, manchmal vielleicht so eine deutsche Mentalität, ich weiß es nicht. Weil ich irgendwie das Gefühl, du denkst, die Leute wollen dir was Böses. Ja, nee, dass vielleicht einfach man noch skeptischer ist. Ja, aber vielleicht hat er auch viel Kacke erlebt. Auch, also, mit Sicherheit. Ja. Nicht wirklich ernst. Und ich hoffe, dass du das auch so ein bisschen siehst. Aber wir kriegen das noch hin. Denn wenn du solche Dinge annimmst, dann siehst du es vielleicht auch irgendwann. Ja? Jetzt bin ich richtig gespannt, Ayosha. Ich weiß. Auf das Umstyling, das Fashion-Umstyling. Das wär mein Bereich. Ich muss auch deine Kleidung ist ausdrucksweise, finde ich. Ja, zurzeit sieht Björn ja noch aus, als wenn seine ganzen Klamotten ihn runterziehen würden. Und da möchte ich ihm jetzt mal zeigen, dass es auch anders geht. Und das beim Herrenausstatter. Das Wichtigste an Klamotten ist, dass du dich selbstsicher, stark und sehr wohl darin fühlst. Und es gibt ein Kleidungsstück, das macht das alles. Das ist der Anzug. In einem Anzug sieht jeder Mann gut aus. Jeder Mensch, meinte er. Oh, es kommt vom Mann. Ich finde nicht, dass er Anzug für jeden... Also, oder meinst du, dass er das einmal anhat und dann guckt? Ich glaube schon, dass ein Anzug sowas transportieren kann. Also ich habe schon... man muss es natürlich mögen, ne? Also es gibt, glaube ich, Typen an Menschen, die sagen, ich bin nicht so ein Anzugträgerin. Aber ich persönlich mag das auch total gerne, aber weil ich so selten mache, mal einen Anzug zu tragen und das Gefühl zu haben, boah, es ist richtig so schick. Also mir gibt es nicht das Gefühl von Macht und Power, aber ich fühle mich, also es ist halt ein bisschen wie zwischendurch mal zum, oder wie nach meiner Friseurin. Ja, okay. Dann so, weißt du? Ich guck mir das mal weiter an. Guck. Ich würde mich total freuen, wenn du heute einen Anzug tragen würdest und ich mal schaue, ob das, was ich mir vorgestellt habe, dass er dir Haltung und Selbstbewusstsein verleiht, ob du das auch fühlst. Willst du es mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Es gibt wohl gerade nichts Gegensätzlicheres als der Inhalt von Björns Kleiderschrank und Björn in einem Anzug. Und deshalb bin ich schon total gespannt. Björn, bist du soweit? Ja. Na, dann komm rein. Meine Herren. Wow. Du hast dich noch gar nicht ganz gesehen, ne? Nö. Hör dann mal los. Oh Gott. Ja, ganz fremd, ganz anders. Was siehst du denn da? Ja, ein selbstbewussterer Mensch, der einen aufrechteren Gang hat, anders steht und eine ganz andere Ausstrahlung hat. Anzug kommt von Anziehen. Und Anziehen, das ist Haltung. Und was ich ganz toll finde, hier hast du diesen Bund, diesen Stretchbund. Ja. Der macht eine unheimlich tolle Figur. Weil der sich die ganze Zeit an die Gegebenheiten, die dein Körper so hergibt, anschmiegt. Wann würdest du das denn tragen? Zu feierlichen Anlässen eigentlich. Aber du kannst das auch durchaus mal im normalen Leben tragen. Also wenn du ein Date hast. Also musst jetzt nicht warten, bis der Nachbar Hochzeit hat, ne? Was hättest du denn gemacht? Ich weiß nicht, ich hätte mit ihm, glaube ich... Oh Gott, nee, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte das besser gemacht, weil das klingt total überheblich. Nein, Moment. Was hättest du gemacht, ist ja nicht automatisch besser gemacht, sondern nur... Ich hätte mal keinen Anzug an, aber vielleicht ist das ja auch so eine Taktik, um ihn sich, weiß ich nicht, cool Ich glaube, ja genau, die Idee war halt so ein bisschen ihnen so ein Gefühl von irgendwie schick und einfach sich ein bisschen... Ja. Man hätte da auch irgendwie so ein, kein Hemd drunter, sondern irgendwie so ein bisschen lässiger T-Shirt. Und legerer. Björn soll natürlich nicht immer nur Anzug tragen, wir haben auch ein sehr cooles Casual-Outfit und auch da wird er sehen, was das mit seiner Haltung macht. Ja, ein bisschen fahrig. Ja. Ja, dann komm mal erst her hier. Meine Herren!
Wow. Wie gefällt dir das denn? Ja, gut, das ist mal eine andere Farbe. Sonst habe ich halt immer so dieses, ja, blaue Jeans, vielleicht eine schwarze Jeans, aber so. Wow. Okay, ja. So. Ja, ja. Das fühlst du jetzt? Ja, ich hätte ihm die Schuhe, hätte ich ihm, glaube ich, nicht angezogen. Ja. Aber der Rest? Ich glaube, ich hätte ihm Sneakers dazu, oder? Ja, ich hätte auch nichts umgeschlagen. Ich bin auch ein Sneaker, und da mag ich auch nicht. Mich triggert auch, dass es unterschiedlich lang umgeschlagen ist. Ja, das ist mein. Aber das ist mein innerer Monk. Ja. Aber ich habe tatsächlich den Rest. Ich finde auch die Farbe des Pullis und so. Ja, finde ich auch. Passt schon gut zu ihm. Ich glaube auch, ich finde auch, dass er sich, also vom Gefühl her fühlt er sich, vom Gefühl her fühlt er sich wohler. Ja. Jetzt hätte ich ganz gerne mal, dass du selbstbewusst mir einen Catwalk gibst. Ja? Lauf. Gerade. Ja. Drück die Wirbelsäule noch ein bisschen raus. Das Wichtigste ist, dass dir das gefällt. Und nur wenn dir das gefällt, kannst du auch da wieder Haltung drin bewahren. Hättest du auch Lust, nach draußen zu gehen und den Leuten zu zeigen, hey, das ist der neue Björn, so wie du jetzt aussiehst? Ja, auf jeden Fall. Here I am. Ja, here I am. Aber ist es nicht krass, wie unsicher er ist? Ich meine, das ist ja, wirklich, jeder voll. Satz ist so total, man hat ja das Gefühl, er aber trotzdem, ja, er sieht jetzt aus wie ein Daddy, finde ich. Ja, ich find ihn total cute. Ja. Ach, das ist schon schade, ne? Cute, also ich finde, ich hätte jetzt Leni gerne noch gesehen, aber dafür müssen wir auf Netflix. Ja, wir gucken jetzt aber... Kleine unbezahlte Werbung hier. Wir gucken jetzt gleich noch zu Ende. Ja, aber ich... Aber das dürfen wir euch ja dann nicht mehr zeigen, weil Netflix uns das nicht freigegeben hat. Also mir, uns, dir. Also ich muss sagen, der Björn ist auch eine süße Maus. Ich finde, man hat jetzt schon voll die Veränderung gesehen am Ende. Ist so. Ja. Und wie gesagt, also ich finde so der... also der Switch kommt halt erst am Ende richtig doll und es ist eine super schöne Szene und ich glaube vor allem, was ich so toll finde an dem Format generell ist, dass es einfach so ein Wohlfühlformat ist und ich finde gerade jetzt so in den schwierigen Zeiten, mir haben so, so viele Menschen geschrieben, dass es halt einfach irgendwie schön ist, mal abschalten zu können und mal loszulassen und weißt du? Ja, voll. Und dieses, also einfach ein gutes Gefühl zu bekommen. Und es war wirklich auch eine krasse Erfahrung für mich, muss ich sagen. Also für mich persönlich. Ich meine, wir kennen uns jetzt tatsächlich, glaube ich, erst nach den Dreharbeiten so richtig kennengelernt, oder? Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren, ja, aber noch nicht so richtig. Ja, weil sie mich ignoriert hat. Das sprechen wir dann in einem anderen Video. Ja. Und, aber keine Ahnung, ich habe also diese neue Seite an mir, dass ich irgendwie auch ein bisschen mich queerer fühle als vorher, dass ich meine Make-up trage und so, das habe ich alles währenddessen erst gelernt. Deswegen, das ist die letzte Folge. In den ersten Folgen, die hier, glaube ich, Folge 3 und 4 sind, bin ich noch gar nicht geschminkt, weil ich mich das gar nicht getraut habe. Und diese Sicherheit haben mir erst Menschen wie David und Leni und so gegeben. Also generell alle vier natürlich, aber besonders bei den beiden, ne? Als Vorbildfunktion für mich. Ja. Und das ist so krass und deswegen ist Repräsentanz eben so wichtig in der Szene. Geht halt am Ende wirklich, und es ist immer so banal, das zu sagen, aber es geht halt wirklich um Leben und Tod. Menschen in der queeren Szene, die marginalisiert und diskriminiert werden, leiden so sehr darunter, haben höhere an Depressionen, an Suizid und das macht was mit Menschen. Wir alle wollen irgendwie nur geliebt und gesehen werden und ja. Ja, und dafür ist die Serie eigentlich auch da, ne? Und ja, hat eben ein warmes Gefühl im Bauch. Danke, dass wir das gucken durften. Ja. Sehr gerne. Die anderen dürfen das nicht kommentieren, Leute. Ja. Wenn ihr Bock habt, die Serie mal zu gucken, dann schaut in die Infobox, ich packe euch einen Link rein und ich muss sagen, ich habe den Rest jetzt auch noch geguckt gerade. Und ich habe ein bisschen Tränchen in den Augen gehabt. Und ich muss sagen, es sind sehr viele Szenen, die ihr nicht gesehen habt, die echt sehr berührend waren. Sehr berührend. Und ich finde es auch tatsächlich, ich hätte gerne zumindest die eine Szene drin, aber vielleicht wollte Netflix das auch bewusst nicht, weil es eigentlich so sehr viel wegnimmt, aber gleichzeitig auch sehr viel gibt und zeigt, wie schön das eigentlich ist, das Format. Und ja. Ja. Es ist ein Wohlfühl-Format. Ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Genau, und kommentieren, das ist auch gut für den Algorithmus. Ne? Also gebt Silvi mal so ein bisschen Liebe und es hat sie wirklich verdient. So ein lieber Mensch. Wirklich. Das klingt so ironisch bei dir jetzt wieder. Excuse me? Das klingt doch nicht ironisch. Nein, alles gut. Das verunsichert dich, dass ich dir ein Kompliment mache. Ja, genau. Ich muss mich auch anmelden für die nächste Staffel. Ich melde dich schon an. Achso, ja, ich darf mich ja selber nicht anmelden. Okay, gut. Okay. Tschüss, Leute. Tschüss. Ach ja, Jan können wir auch in der Infobox verlinken. Bussi, Baba. Bussi, Baba.